Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, in diesem Video möchte ich einmal ein bisschen auf diese sogenannte Pflegereform, Pflegegesetzesänderung eingehen, die ich persönlich, ehrlich gesagt, als Pflegekraft, als Mensch mit pflegebedürftigen Angehörigen, potenziell pflegebedürftigen Angehörigen, vielen Kollegen, mit denen ich in Kontakt bin, sowohl im stationären als auch im mobilen, ambulanten Bereich, im Betreuungsbereich, ja, möchte gerne mal meinen Senf dazu geben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin enttäuscht. Ist schon zu niedrig angesetzt. Das ist wieder ein blanker Hohn, ein Schlag in unser Gesicht. Mehr ist das nicht. Zum einen wird der Fokus darauf gelegt, dass die Pflegenden nicht mehr so viel für ihre Pflege zahlen müssen. Okay, schön und gut. Auf der anderen Seite wird darauf fokussiert, dass wir Pflegekräfte mehr verdienen sollen, nach Tarifvertrag. Wo sind die Probleme, die wir tatsächlich haben? Nicht angesprochen. Mal wieder. Wir reden über zu wenig Personal. Wir reden über zu wenig Fachpersonal. Wir reden bei uns über regelmäßige Flutration. Wir reden über fehlenden Nachwuchs. Wir reden über Überstunden. Wir reden über Monate mit 200, 220 Stunden, die gearbeitet werden, die teilweise nicht bezahlt werden. Oder dann als Arbeitszeitkonto und nicht ausgleichsfähig gesetzt werden bei manchen Unternehmen. Wir reden über teilweise 10 bis 14 Stunden Schichten. Wir reden über regelmäßige Ausfälle, die wieder dann eben zu vorgenannten führen. Wir reden über eine Überarbeitung der Kräfte. Wir reden über Zeitmangel bei den Patienten, bei den Betreuten, bei den behandelten Menschen. Wir reden über so viele Themen, die nicht, noch nicht mal im geringsten, in diesem Punkt, in diesem Pamphlet, kann man es fast nennen, angesprochen worden sind. Wo ist ein Konzept zur Nachwuchsgewinnung? Wo ist ein Konzept, den Nachwuchs zu fördern? Wo ist ein Konzept, Fachkräfte zu fördern? Wo ist ein Konzept, mit dem wir, die Pflegekräfte, die regelmäßig mehr als die normalen 8 bis 9 Stunden arbeiten, entlasten können? Nichts ist in die Richtung passiert. Nichts. Und dann stellt sich ein Spahn noch hin und lässt sich bejubeln. Vergiss es, nicht von uns Pflegekräften. Gerade an die genauso Pflegekräfte hier sind wie ich. An alle Angehörigen, schließt euch bitte Hashtag vernetzt an, Pflegevernetzt an. Die Telegram-Gruppe werde ich hier drunter verlinken. Wir müssen jetzt aktiv werden. Das ist mal wieder eine pure Augenwischerei durch die Politik. Wenn irgendwelche Tarifverträge kommen, werden das 200 Euro im Monat sein. Die werden brutto vielleicht mehr haben, vielleicht auch 300 Euro. Mehr wird das nicht sein. Und wir haben immer noch kein weiteres neues Personal. Wir haben keine Ausbildungsförderungsprogramme oder ähnliches. Eure Meinung gerne unten in die Kommentare, gerade von den anderen Pflegekräften, die auf dem Kanal unterwegs sind. In dem Sinne, meine Lieben, mir fehlen die Worte mittlerweile. Dieser Mensch hat im Gesundheitsministerium nichts zu suchen. Und vor allen Dingen nicht an der Spitze dieses Ministeriums. In dem Sinne, meine Lieben, ich bin auf eure Meinung, auf eure Kommentare gespannt. Bis zum nächsten, euer Mike.